Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Jo Leute, kurzes Update. Ihr seht, da burnt mal ein bisschen Sulfur, warum nicht? Können wir ein bisschen Steinmoon machen, wofür auch immer. Ist fast alles weggeballert. Wir haben noch 500 über. Ich habe hier den Raum komplett aus Metall gemacht. Ja. Ihr seht, hier ist noch ein bisschen Krimskrams. Lagerfeuer habe ich hier draußen. Gut, hier würde ich natürlich ganz gerne noch eine Tür hinkriegen. Bedeutet aber, ich bräuchte ein, zwei Stonies. Damit ich das realisieren kann. Dann hätten wir drei Blechtüren. Ja, mein Gott. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber wir haben ja auch nichts an Loot. 12er Quality Metall, ja. Und dann 1000 Sulfur oder was. Ich mal ein bisschen Holz mitnehmen sollen, aber hier ist ein Baum. Ich uns nämlich mal eben eine Brücke rüberschlagen hier. Ja, ich habe gerade mal geguckt, 80 Leute sind auf dem Server. Wir haben 21 Uhr. Für Solo-Duo ist das vollkommen in Ordnung. Weil ihr dürft ja nicht vergessen, hier hast du keine, wie zum Beispiel German Starter Server, wenn 80 Leute sind, hast du eine 15er Gruppe, hast du schon mal 15 Leute weg. Also, wenn die 80 Leute sind, hast du auch wahrscheinlich 50 Basen. So muss man ja rechnen. Bauplan, darf ich andersrum machen? Okay, ist auch wieder dumm. Bauplan, Campfire. Nur wenn es ganz hart wird halt. Das Campfire für einen absoluten Notfall. Verraten wir uns natürlich ein bisschen mit. Ich weiß auch nicht, wie lange das Ding stehen wird. Müsste man am besten aufwerten. Ihr seht, ich habe mal hier unser Fischernetz mitgenommen. Ne, ist ja kein Fischernetz, ist ja hier so eine Seilwand oder was auch immer das darstellen soll. Ey. Noch kein Einsatz Zweck dafür gefunden. Warum kann ich hier nicht bauen, ey? Zu nah am Hafen ist oder was? Oh, Leute, ernsthaft jetzt? Na super. Also jedes Mal ganz außen rumrennen oder was? Ja, hier brauche ich keine Brücke mehr bauen. Naja, gut. Ja, wie gesagt, 80 Leute. Wundert mich, dass es so ruhig ist. Aber wie gesagt, wir sind natürlich auch, wenn man jetzt so rumsieht, am Arsch der Welt hier. Ich wollte auch mal die Türen zumachen, damit man mal sieht, ob hier noch jemand anders hinreimt. Die Türen dann auflässt vielleicht. Oh, ihr seht nichts am Start hier. Also wenn jetzt hier in der Zwischenzeit keiner looten war. Der Respawn so langsam ist. Tja.
Das weiß ich auch nicht, Leute. Dann weiß ich auch nicht. Kann natürlich sein, dass hier jemand war. Das kann natürlich sein. Das kann ich natürlich schlecht einschätzen. Aber hier ist ja jetzt zum Beispiel gar nichts. Hier stand ein Fass rum. Ist da gar nicht rüber. Da oben, das ist auch nicht da. Ja. Das ist natürlich dann für die Popo. Weil wie willst du sonst an den Zeug kommen? Ich weiß gar nicht, ob ich hier hochkomme jetzt. Na doch. Man, ich würde mir ja schon freuen, wenn uns jetzt hier mal einer begegnen würde. Wo vielleicht mal was abgreifen könnten. Man würde uns jetzt auch nicht super weiterbringen. Weil wir eigentlich Blaupausen brauchen. Ja, hier ist gar nichts. Nothing. Wie gesagt, es kann gut sein, dass hier jemand war. Ansonsten. Da ist ein Fass. Hey. Da komme ich sogar hin, ohne nass zu werden. Hinten ist nochmal ein Fass. Gut, hier war ich natürlich vorhin auch nicht, beziehungsweise Teppich. Alter, die haben doch einen Schuss in dem Spiel. Beziehungsweise war hier vorhin nichts, wo ich hier war. Also war hier wahrscheinlich doch keiner. Dann ist das wohl immer noch vor mir. Und ist jetzt das Zeug da, was vorhin nicht da war. Teppich, also ganz ehrlich, Leute, das ist mir unbegreiflich. Ich meine, wenn man schon, aber ich habe ja gesagt, die wollen es balancen. Nächste Woche aber erst. Und deswegen, aber ich wollte halt wenigstens mal selber reingucken. Ich weiß auch noch nicht, ob ihr sehen werdet. Sollte ich noch mal in der Zwischenzeit was anderes machen, dass ich vielleicht mal noch auf Modded gehe, 2-3 Stündchen oder sowas. Vielleicht zeige ich euch das dann auch. Aber mal schauen, vielleicht habe ich ja morgen noch ein bisschen Bock, wer weiß das schon. Vielleicht finde ich ja jetzt hier auch gleich noch das Ultimative, das uns irgendwie den Kick zum Weiterspielen gibt. Ja, ich werde mich dann auf jeden Fall gleich noch irgendwie um ein, zwei Steine kümmern. Dass wir da noch die Tür vorkriegen. Normal müsste ich noch ein paar mehr Steine, dass ich oben noch drauf gehe, aber scheiß drauf. Dann kommen sie halt mit zwei Sprengladungen durch die Decke rein. Die kannst du ändern. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit der Fluss hier geht. Ob ich dann hier, ja gut, das passt ja. Kann ich da einmal rein oder ich gehe hier rein und dann dahin zurück. Ah, das Schwein, das ich mal noch holen. Ihr seht nur so vorher. Was ist hier los? Ich raffe es einfach nicht ab, Leute. Wie kann es denn sein, dass ich die immer... Leute, ey. Dass ich die immer alle verpasse, die hier rumrennen. Ey, bin ich jetzt so doof oder was? Das heißt doch, dass hier jemand rumrennt. Das ist genau wie das Ding da oben.
Die sind wahrscheinlich von demselben sein oder dieselben zwei oder was weiß ich. Die einfach nicht um den Bauplatz einigen können oder was. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich würde mich freuen, wenn ich mal einen sehe. Fährt er ein bisschen was mit? Mein Fleck hier auf dem Arsch. Mag sein. Jetzt habe ich das alte Kacknetz wieder nicht geschweddert. Egal. Aber wenn ihr natürlich wieder rumrennt und den Hafen lootet, klärt das natürlich, dass es auch kein Loot ist. Bräuchte mal gerne ein, zwei normale Stonys. Gut, wir hauen das jetzt gleich kurz rein in die Butze. Und dann gehen wir mal die andere Richtung. Natürlich auch im Ofenhorn, aber weißt du was? Was haben wir denn hier gefunden, ey? Guck mal, die Scheiße können wir sogar schon. Was ist denn? Kann man das grabben oder was? Komm, bevor ihr mich wieder anschreit in der Kommentare, pack ich mal eine Kiste und nimm's mal nächstes Mal mit. Guck mal, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir eine Blaupause gefunden haben. Ja, den Bauplan solltest du eigentlich nicht reinpacken, den nehmen wir mal mit. Teppich. Teppich, Leute. Ist jetzt weggeschmissen? Dann noch unterm Schlafsack oder was? Da ist er. Ja, oh, was bist du denn, ey? Dann hätte ich wahrscheinlich ausgraben können. Komm, ich packe ihn mal in die Kiste, ey. Hier, das Holz. Gut, bin mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Mal ganz kurz hier ein bisschen die Luke aufmachen, dass mal ein bisschen Luft reinkommt. Gut. Ich meine, irgendwie habe ich ja da ein Händchen dafür, ne? Oder habe ich ja zumindest früher gehabt. Oh, hier ist ein Stony. Und unser Dingen ist fast durch. Händchen dafür gehabt, immer so ruhige Ecken zu finden auf vollen Servern. Und das ist hier ja auch schon. Da lief einer. Da habe ich irgendwo einen Kopf laufen sehen. Das gesehen? Zwischen den Bäumen da hinten. Irgendwo auf dem Feld lief einer. Na super, hier bist du im Nebel, dann siehst du nichts mehr. Da hinten läuft er. Gut, wir kümmern uns jetzt erstmal um die dritte Tür. Danach können wir dann mal die Richtung einschlagen. Ich denke mal, da werden wir ein bisschen mehr Leute sehen. Und da hier gerade zwei Steine rumliegen, da und da hinten noch mal einer. Ich muss natürlich aufpassen, kann ja sein, dass der uns gesehen hat und das von da oben. Also ich habe manchmal echt so ein... Ja, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Hört irgendwie ein Geräusch. Wir sind so froh, ist kein normaler.
Und 1500 könnt ihr schon fast reichen. Kann nackter gewesen sein, der gerade rumgelaufen ist. War natürlich auch einer, der zu der Base gehört, weil der ist ja genau in die Richtung gelaufen. Zu der Base. Ach guck mal, wir sind schon wieder hier. Ja. Das war Opti. Schön wäre noch das Viereck auch noch drauf. Aber gut. Juti. Tür, Codelock. Bisschen Stein liegen wir natürlich nicht verkehrt. Ich wollte gerade sagen, der müsste auch langsam durch sein. Ach, wollte ich gar nicht, ey. Ich würde gerade soll ich eine Doppeltür machen? Ja, jetzt habe ich ja schon eine Tür gebaut. Was ist jetzt? Naja, komm, weißt du was? Der ist schon aus. Was soll man denn auch sonst mit dem Zeug machen? Wenn gebadet werden, müssen die Leute ja nicht irgendwie... Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch. Müssen wir ja nicht irgendwie den nach dem Arsch schieben. Können wir sie lieber verbauen. So. Haben wir da doch schon mal wieder 600 Nachschub. Geschmissen. Ja, High-Quality-Metall brauche ich jetzt noch nicht brennen. Für was? Ist da nichts mit anzufangen. Amore-Tür wäre natürlich schön, aber erstens haben wir keine Blaupause, zweitens haben wir keine Zahnräder. Und wahrscheinlich brauchen wir da noch eine Werkbank für und was weiß ich nicht alles. Ach komm, ich mache einen dahin. Also eigentlich müsste ich zwei Türen machen, das wäre eigentlich optimal. Falls wir die echt weiter bauen wollen. Ich mach's so. Komm, wir haben die Tür rumliegen. Wir haben sie gefunden. Scheiß drauf. So kein Platz mehr weg. Können wir später immer noch wieder rausnehmen, wenn wir da irgendwie, was weiß ich was. Vielleicht verwirrt das die Leute auch. Die denken auch, was baut der denn da für eine Scheiße? Was weiß ich. Ich nehme es nicht so ernst. Wisst ihr was, da wir jetzt eh schon so viel verschwendet haben, können wir das hier auch noch zu Ende bringen. Kennt's aber auch schlecht hier. Einmal. Zweimal. Das haben wir. Da. Können wir hier oben schon mal anfangen. 105. Ach, weißt du was? Komm. Warum? Einfach nur, weil wir es können. Wegen nichts anderem. 1200.
Ja, wie gesagt, ich weiß im Moment eh nichts damit anzufangen. So. Die Frage ist jetzt. Wie viel Zeit haben wir noch? Bis die Nacht kommt. Könnten wir jetzt nochmal losgehen? So, komme ich denn jetzt irgendwo drauf hier? Bestimmt. Ein bisschen Anlauf. Ach, jetzt habe ich keine Metallfragmente mitgenommen. Mit. Könntest du mich komplett reichen? Keine Ahnung, wie viel ich brauche für eine Decke. 75, glaube ich, für die große. 75 waren es. Ach, spring doch auch. Ich drück doch. Rust ist einfach kein Jump-and-Run-Spiel. Oder die Taste von meiner Maus. Will nicht so, wie ich will. Das ist auch dumm hier. Guck. Ja, 75 waren es. Gut. Ja, es ist so schön. Nicht schön, aber selten. Und wir könnten hier halt noch einen Ring drum ziehen, ne? Und zumindest hier ist ja schon mal gut. Weil hier könnte ich dann Viereck, da könnten wir die Werkbanken reinstellen. Oder Forschungstische oder was auch immer, was weiß ich, was wir brauchen. So. Perfekto. Das reicht sogar noch. Brauche ich gar nicht mitnehmen. Ja. Auf geht's. Zu verlieren haben wir nichts, zu gewinnen alles. Wir sind quasi wie ein Nackter. Können halt hier eine Hightech-Ausrüstung verlieren. Ach, Leute, ey. Ja, ist ein bisschen sehr mühselig gerade, weil, ja. Weil ich mich natürlich hier am Arsch der Welt hingebaut habe. Muss man nur mal so sagen. Ich hab's ja echt verpeilt. Solltest du eigentlich wissen, also. Da läuft er schon wieder, seht ihr? Er läuft aber auch noch nackt darum. Mal gucken mal, was er macht. Vielleicht hat er irgendwo hier Kisten stehen oder was weiß ich was. Ich meine, da vorne ist schon das Airfield, also wir haben es ja auch nicht weit bis zu. So, dann wieder zurück. Ist zu irgendeiner Straße, also. Nun, das scheint ein Frischspawner zu sein, oder? Oder ist er jetzt in der Base? Nee, der gehört zu der Base. Ach, guck mal an. Aha, wo war's er denn? War's Richtung Kuppel unterwegs, oder was? Saluten. Hätten wir mal ein bisschen aggressiver sein sollen, ne? Er hat uns doch mit Sicherheit auch gesehen.
Ja, aber das ist jetzt einfach das Problem, ne? Alles rennt jetzt an den Straßen lang. Ist ja nun mal so. So, ich will mal gucken, ob er sich wieder rauskommt. Aber dann wird er eh nichts bei, ja. Von daher können wir auch weitergehen. Vielleicht gehören dem auch die ganzen Basen hin. Man weiß nie, was in den Köpfen vorgeht. Das sieht wie eine Holztür aus, ne? Aber ihr seht ja selbst Holztür. Bist du safe mit, ne? Bist du safe mit. Ohne Scheiß. Also das ist ganz anderes. Ist herausgekommen. Ganz anderes Spielen jetzt. Ja, am Anfang, wenn du direkt nach Vibe gehst, ja, kannst du doch locker die ersten zwei Stunden mit einer Holztür leben. Außer keine Sorgen machen. Wer soll die denn wegflammen? Womit denn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Flammenwerfer irgendwo droppt. Ja, wie gesagt. Nichts zu verlieren, alles zu gewinnen haben wir im Moment. Du ahnst es nicht. Da läuft doch auch einer. War der auch wieder nackt. Ja, aber das ist jetzt wieder das Spiel, ne? Was machst du jetzt? Das einzig Sinnige, du gehst als nackter los und lootest. Ah, super, ich habe noch nicht einen Blueprint in eine verkackten Kiste gehabt. Weiß nicht, wo der hin ist. Daher mache ich das mal so. So ein verkacktes Fass, ey. Da hinten ist er hin. Ja, looten, was auch sonst, ey. Komm, Arschrecken, wir gehen hier voll drauf. Mal gucken, was er macht. Ah, Junge, komm her. Das Auto loote ich, ey. Scheint ein Schisser zu sein. Das bin ja normalerweise ich immer. Da ist er. Nice. Ach, die waren zu zweit, die Arschlöcher. Ja, das habe ich nicht auf dem Plan gehabt. Dass sie zu zweit waren. Okay, dann bring's zu Ende. Ja, geht doch. Kissen Kedi. Na gut, können wir mal unser Kiste spawnen. Ja, aber ihr habt gesehen, da war auf jeden Fall Loot. Oder da ist Loot. Auch gar nicht weit weg. Ja, ich hab's voll nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie zu zweit waren. Haben aber auch nichts gehabt außer Armbrüste, also von daher. Genauso eine Würste wie ich halt. Aber die haben schon Armbrüste, die haben halt Seile. Gut. Ja, und ihr habt gesehen, da war alles weggebettet, ne? An der Straße direkt. War überall auf, die Butzen. Deswegen war es vielleicht doch schon sinniger, sich hier hinzubauen. So weit war es ja jetzt gar nicht.
Gut, Leute, Folge ist rum. Es wird gleich Nacht werden. Ja, ich werde noch eine Folge dranhängen. Wir gehen dann nochmal zum Hafen, gucken, was loot-technisch da ist und gucken nochmal, ob wir was irgendwas Seile kriegen hier. Weil mit einer Armbrust. Ja gut, die waren zu zweit. Ich habe den einen nicht auf den Schirm gehabt. Ich habe nur den einen, mich auf den einen fokussiert. Den habe ich einmal getroffen sogar. Ja. Kann man nichts machen. Werde ich nämlich jetzt in der Nacht schon mal hier wieder eine Ausrüstung fertig machen. Dass wir immer eine liegen haben, wenn wir sterben. Das ist der Plan. Ich werde jetzt rausgehen, ein bisschen Holz noch machen. Bis es ganz dunkel wird. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Bis dann.